Bei den Männern kann ich sagen, klar, der Thomas Röpp und der Walter Domisen, das war ganz intensiv, vor allem während der Fusion. Wir haben uns viel mehr gesehen als unsere Frauen daheim und die sind langsam eifersüchtig geworden. Und jeden Tag wirklich irgendwie irgendwo an einer Sitzung. Mit dem Walter habe ich natürlich, ja, eben beim Büro aufgeräumt, da kommt dann wirklich viel in die Finger. E-Mails und ja, man studiert, kann man selber das irgendwie den Historiker geben, wenn es vielleicht in 20 Jahren, 30 Jahren mal noch. Aber es ist schon speziell, wenn die Schlacht braucht es einfach, wie immer in der Politik und im Leben, in der Wirtschaft, es braucht es eben nicht von den Entscheidungsträgern. Dann der Hans, jetzt bin ich wieder am Kaiserwald, sehr spannend, in dem Fall. Aber da tue ich euch nachher. Mit dem Hans hatte ich natürlich eine sehr gute Zusammenarbeit gehabt. Wir sind wirklich dick und dünn gegangen. Immer wenn es darum gegangen ist, neben zu finden, wo sich opfert für ein Doppelzimmer, sind wir vielleicht. Wir haben in Hannover miteinander übernachtet, während der Fußball-WM, wir haben in Frankreich miteinander übernachtet und es ist immer gut gegangen mit dir. Wir haben es auch sehr freundschaftlich gehabt. Und jetzt zu den Frauen, da kann ich ja nicht gut sagen, sie sind meine Freundinnen gewesen. Aber sie waren es immer am Montag. Wir haben es wirklich, der Stadtpräsident, der zu uns so tolle Frauen im Rat hat, den muss ich gesucht haben. Wir haben es wirklich wunderbar gehabt. Mit der Rahel habe ich natürlich schon bei dir mal ein bisschen Sträußchen gehabt, aber wirklich nur ein Sträußchen. Da hat man sich immer wieder gefunden. Und mit der Marianne habe ich viele Themen gehabt, sehr viele Themen im sozialen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich, über den Zweckverband Soziale Dienst, wo sie mich dann abgelöst hat im Präsidium. Und auch da, da dürfen wir ja schon sagen, wenn man vor allem im Ausland unterwegs ist und sagt, gegen eine Stadtregierung mit vier Parteien unterschiedlichster Persönlichkeiten und da funktioniert tipptopp, dann schauen die einem immer gross an, aber das hat bei uns immer tipptopp, darf ich sagen. Ja, mit der Brigitte, da haben wir uns die Hooligans irgendwie so nahe zusammengebracht. Was natürlich nicht unbedingt das Ziel sein soll, aber wir haben wirklich, gerade in dem schwierigen Projekt, wo es zum Teil auch für dich persönlich nicht einfach war, weil ja, das sehr emotional immer geführt wird, die Sicherheitsdiskussion, auch haben wir den Weg gefunden miteinander und ich stehe in dem Sinne auch wohl gewesen, dass wir da länger miteinander die Tage auch die Probleme mit der Sicherheit auch angepackt hat. Gut, ich stehe jetzt also hier in der Schwingerhose und möchte Ihnen, geschätzte Damen und Herren, einfach auch noch herzlich Danke sagen. Ich möchte den Abend nicht verlängern. Ich habe sehr viel Wohlwollen gespürt, sehr viel Unterstützung. Das braucht es, um ein Projekt zu realisieren, um die Geschichte und die Stadt Fürstin zu bringen. Für das bin ich Ihnen zu tiefen Dank verpflichtet. Danke.